Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 21.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir nichts Neues. Also beginnen wir auf der linken Seite mit dem Dino-Kommando für 2000 V-Bucks. Die Dinos finde ich ziemlich bescheuert, muss ich sagen. Deswegen kriegen die von mir 4 von 10. So, Dino-Kommando, das ist der Treezera Ops. Der Treezera Ops hat hier ein Voting von. Jetzt mal gucken, ob es auch das Richtige drin ist. Jawohl, das da. 3,91 von 5 bei 69 Votes am 20. April 2018 das erste Mal drin gewesen. Also jetzt knapp ein Jahr schon alt. Zehnmal seitdem 129 Reminders. So, hier unten blenden wir auch schon wieder das Voting für den Shop ein. Sieht momentan nicht gut aus für den aktuellen Shop. So, kräftiger Biss. Komische Picke. Kriegt von mir 5 von 10. Ist diese Bite-Mark-Picke. Bite-Mark hat hier 3,87 von 5 bei 30 Votes. Der Pterodactylus, mega geil für 1200 V-Bucks. Das Teil finde ich wirklich cool. Kriegt von mir 10 von 10. Und er hat hier ein Voting von 4,22 von 5 bei 27 Votes. Dann haben wir den Rex noch. Und der Rex, ja, finde ich auch nicht viel besser oder schlechter als den Dino-Kommando. Kriegt von mir auch 4 von 10. Schrecklich finde ich den. Schrecklich. 3,76 von 5 bei 109 Votes. 87 meinen das immerhin. Sind wir mit dem Set hier durch, dann sind wir bei der Expertin angelangt. Die Expertin kriegt von mir 6 von 10. Ich weiß, die ist hammerbeliebt. Die ist wirklich hammerbeliebt. Das ist der Maven Skin. Der Maven Skin hat hier 4,09 von 5 bei 46 Votes. Am 6. Januar 2019 ist erstmal drin, 143 Reminders. Die Hackematik-Picke. Ist das so ein komisches Teil da? Kann ich nicht so wirklich einordnen, was man damit anfangen kann. Ist der T-Square. T-Square hat 3,08 von 5 bei. Achso, ich habe noch gar keine Note gegeben. Ja, Hackematik kriegt von mir auch 5 von 10. 3,08 von 5 bei 13 Votes. Ja, brauchen wir gar nicht. Papierflugzeug finde ich richtig nice. Finde ich echt eine coole Idee. Teil kriegt von mir 9 von 10. Ist mega geil. Ja. Paper Plane. Paper Plane hat hier ein Voting von 4,42 von 5 bei 24 Votes. Sind wir auch durch mit dem Set? Dann haben wir das John Wick Set, habe ich gestern vorgestellt, vorgestern vorgestellt, vorvorgestern vorgestellt. Schaut einfach oben in die rechte Ecke und da findet ihr das Video dazu. Weil ich muss jetzt nicht jeden Tag das gleiche Set vorstellen. So, dann sind wir bei Coaxial Heli. Hier auf diesem kleinen Thumbnail habe ich noch gedacht, boah, der ist geil. Und dann kam dieses Teil hier raus. Bin ich ein bisschen enttäuscht von. Muss ich echt sagen, kriegt von mir 6 von 10 der Coaxial. Vier von 5 bei 24 Votes. Am 25. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen. 8 Mal seitdem 10 Reminders. Dann haben wir den Scherpenfeldwebel. Ja.
Es müsste der Staff Sergeant sein, ne, oder? Gucken wir mal. Also ich finde den auch nicht so toll. Kriegt von mir, also heute gefällt mir der Shop nicht. 4 von 10. Und das ist der Sesh Sergeant. Und der hat 3,03 von 5 bei 29 Votes. Am 2. März 2018 ist er erstmal drin gewesen. 27 Reminders, 18 Mal im Shop. Der Infinite Dab, der unendliche Dab für 500 V-Bucks. Übersteuert gerade total das Teil. Ja, kriegt von mir 8 von 10, der Infinite Dab. Und da haben wir ein aktuelles Voting von 4,18 von 5 bei 55 Votes. Am 6. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 119 Reminders. 15 Mal. Ne? Disco Party. Party on, Party on. Da kriegt die Kamera mich gar nicht mehr rein hier. Sieben von zehn für die Disco Party. Disco Party. Let's get this party started. Disco Party. Wo ist sie denn? Die Disco Party ist Drop the Bass. Genau. Drop the Bass. Hat hier 3,92 von 5 bei 37 Votes. Am 8. Oktober 2018 ist das erste Mal drin. Wir 6 Mal seitdem 155 Meilen. Das war 800 V-Bucks Disco Party. Haben wir den Goldgräber. Diese Picke hier. Ja, für 800 V-Bucks finde ich das Teil jetzt nicht wirklich so prickelnd, muss ich sagen. Deswegen kriegt der Goldgräber von mir 4 von 10. Und schauen wir mal, wie sind da. Der Gold Digger. Gold Digger. 3,73 von 5. Bei 15. Habt ihr jetzt gedacht, ja, was bist 4? 6. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Habe ich aber erst auch gedacht. 2x 12 Reminders. Sonnenblume, da ist wieder dieser hässliche No-Skin drin als Basis. Ich finde die nicht schön. Hm. Soll sie wahrscheinlich auch nicht sein. Ja. Aber geil sind hier diese Maiskolben als Handgranaten. Ne? Sonnenblume kriegt von für 800 V-Bucks kriegt von mir 4 von 10. Ja, da sind wir bei dem heutigen Item-Shop auch schon durch. Schauen wir nochmal hier ganz kurz in die Noten rein. Verstehe ich überhaupt nicht. 4 von 5 bei 17 Votes. Am 6. März 2019 ist das erstmal drin gewesen. 2x seitdem 18 Reminders. Ja, aktuelles Shop-Voting hier unten. 544 Love It, 612 It's Meh und 1325 Hate It. Ja, deckt sich in etwa mit dem, was ich mir darüber denke. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen Hate It, aber ich finde nicht wirklich toll den Shop diesmal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meiner Meinung seid, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, lasst mir einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich riesig und dann helft ihr uns auch ein Stück weiter. Ja, und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engel. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.